Herzlich willkommen auch von mir im Namen des HIG und der Kooperative Berlin. Mein Name ist Katja Weber und Jörg hat schon gesagt, wir streamen. Also falls ihr irgendwelche Erfahrungsberichte beisteuern wollt, wie ihr einen Auftragskiller geheiert habt im Netz, wäre das hier nicht der Ort, das zu tun. Man kann mit uns diskutieren oder kommentieren oder Fragen reinwerfen über Twitter, Hashtag Dicksal. Und klar, du hast es schon gesagt, Jörg, es gibt super Assoziationen, die man aufmachen kann auf dem Wort Darknet. Wahnsinnsüberschriften habe ich gelesen bei meiner Presserecherche. Dunkelnetz, das ist irgendwie so poetisch und abseitig und düster. Und ich dachte so, Charles Baudelaire hätte sich gefreut, für die Blumen des Bösen so einen Begriff schon in seinem Vokabular zu haben. Also ein paar Sachen, die ich gelesen habe. Logisch, die dunkle Seite des Netzes oder Marktplatz des Verbotenen. Am besten gefiel mir ein Titel in der Geo, im Dunkel des Schattenreiches. So, wir wollen heute so ein bisschen was davon ausleuchten, haben super Gäste, glaube ich, und haben ja auch euch und euch, die ihr da noch reinkleckert. Schönen guten Abend. Also da wäre zum Beispiel noch ein Stühlchen, auf dem Sofa ist noch Platz für zwei Leute, wenn man jetzt nicht gerade so eine Neophobie hat. Und ansonsten gibt es vielleicht auch noch ein paar Möglichkeiten im Raum. Ansonsten haben wir ja auch diesen wunderbaren weißen und leeren Stuhl, auf den man sich setzen könnte, wenn man mitdiskutieren möchte, irgendwas nachfragen, kritisieren oder in eine ganz andere Richtung lenken. Ansonsten würde ich euch gerne vorstellen, Merupi, jetzt muss ich doch gucken, Tsanetakis sitzt neben mir. Sie hat als Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien zum Thema Drogenhandel in der EU promoviert. Wäre, glaube ich, schon mal ein eigenes Panel zu fragen, wie man auf dieses Thema kommt. Machen wir nicht. Sie lehrt und forscht an der Uni Wien und am Wiener Zentrum für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Aktuell bist du Gastforscherin hier im Haus, am HIG, mit dem Fokus auf so spannende Themen wie illegale Drogenmärkte, digitale Technologien, Darknet, virtuelle Währungen, empfehle ich mal den letzten digitalen Salon zur Bitcoin nachzuhören, die Soziologie von Märkten und organisierte Kriminalität. Neben dir sitzt Katharina Ciurkowski. Apostrophierst dich selbst auf Twitter als Frau Cyber Chancen Sicherheit. Du hast Jura studiert und denkst seither Völkerrecht und Digitales zusammen mit dem Schwerpunkt auf Sicherheits- und Cyberpolitik. Sie war Dozentin an Einrichtungen der NATO, ist jetzt, ich bin noch nicht fertig, Regierungsdirektorin im Bundesverteidigungsministerium, zudem Major der Reserve. Ich musste googeln, Majorin darf ich gar nicht sagen, oder? Okay, also Major der Reserve und hier in Mitte tritt sie an für die FDP zur Bundestagswahl. Neben dir sitzt Daniel Moosbrucker, hat in Dortmund Journalistik studiert und Politikwissenschaft, dann folgt ein Volo und seit dem vergangenen Sommer bist du Referent für Informationsfreiheit im Internet bei Reporter ohne Grenzen und studierst neben dem Beruf aber auch noch weiter, und zwar digitalen Journalismus, wobei, nachdem ich mich auf deiner Homepage ein bisschen rumgetrieben habe, ich dachte, kennst du dich ja eigentlich schon ganz gut aus und könntest wahrscheinlich unterrichten. Also du hast einige Projekte und Selbstversuche gemacht. Vielleicht hat der ein oder die andere von euch Anfang des Jahres, war das, ne, so Januar, Februar, die Story im Ersten gesehen, das Darknet. Auch hier wird es wieder düster, Doppelpunkt Reise in die digitale Unterwelt. Das ist eine Reportage, die in einer Dreiviertelstunde ziemlich knackig, aber doch auch gut erklärt, was das Darknet ist, wer sich drin bewegt und wer es wie nutzt. Und auf deinem Twitter-Account habe ich als Profilbild lesen dürfen, Encrypt Everything. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Jetzt wärst du erstmal bitte hier in der Rolle des Erklärbären und erklärst uns das Darknet. Also was ist es, wie komme ich rein? Was meinen wir denn heute Abend mit dem Thema Darknet? Was meinst du denn mit dem Thema Darknet? Ich sag mal das, was wir in unserem Film gemacht haben und wie es, glaube ich, landläufig verstanden wird, wird das Darknet verstanden als der Teil des Internets, der über Tor erreichbar ist. Tor, ein Browser, mit dem man anonym ins Internet gehen kann, in dem, wenn ich mich mit meinem Internet, oder wenn ich ins Internet gehe, bin ich normalerweise über meinen Internetanbieter wie zum Beispiel die Telekom relativ direkt dann beim Anbieter wie Google, und Google oder zumindest der Internetanbieter weiß dann auch, wer ich bin, hat meine IP-Adresse, und was Tor macht, ist quasi meine Anfrage
weiterzuleiten durch das eigene Netzwerk mit mittlerweile ungefähr über 7000 Knotenpunkten und im Prinzip ein bisschen nach dem Stille-Post-Prinzip. Am Ende weiß keiner mehr, wer eigentlich dahinter steckte. Es wird immer ein bisschen abgeschält. Wenn ich detaillierter werden soll, bitte Bescheid sagen, aber ich glaube, das reicht erstmal so. Also es wird so lange weitergeleitet, bis man am Ende nicht mehr weiß, wer eigentlich hinter einer Anfrage steckt. Das ist erstmal Tor, und das, was dann gemeinhin als das Darknet verstanden wird, ist eben die Möglichkeit, innerhalb dieses Netzwerkes auch noch eigene Webseiten zu betreiben und Services, also zum Beispiel eine Drogenplattform aufzubauen, die dann eben den in Anführungsstrichen Vorteil hat, dass eben niemand weiß, wer diese Website betreibt, weil man kann ja nur anonym darauf zugreifen über Tor, und man kann auch, also es können auch nur Leute darauf zugreifen, also auch als Benutzer. Jetzt ist das ein Gebiet, das du beackerst als Journalist. Bewegst du dich auch privat im Darknet? Danke, weil ich würde nämlich, das war genau jetzt die Definition, die man so gemeinhin vom Darknet kennt. Und mein Verständnis ist tatsächlich auch durch diese Recherchen für den Film, die haben so 8 Monate gedauert, und ich habe von diesen 8 Monaten ungefähr so 2-3 Monate wirklich 2-3 Tage pro Woche 8-9 Stunden darin verbracht in diesem Netzwerk. Mein Verständnis ist immer breiter geworden, weil das Darknet immer darauf reduziert wird, auf diese Hidden Services, wie es heißt, im Tor-Netzwerk. Aber wenn man sich damit beschäftigt, sind so viele spannende Projekte entstanden und entstehen gerade auf Grundlage dieser Technologie des Darknets. Also ein Beispiel, was ich bringen würde vielleicht am Anfang, ist ein Projekt aus, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich glaube, Österreich ist auch irgendwie mit drin. Ricochet heißt es. Also das ist quasi ein Messenger, also wie WhatsApp, der aber auch dann so funktioniert, dass ich selber anonym so einen Messenger betreiben kann, dass ich mir selber so einen eigenen Hidden Service auf meinem Handy quasi, obwohl ich es gar nicht merke, aufbaue, sodass dieses große Problem, aus meiner Sicht ist es ein Problem der Metadaten bei zum Beispiel WhatsApp, dass also jeder weiß, wer wann mit wem kommuniziert, solche Probleme könnten dann da wegfallen. Und das also sind sprich, es geht dann nicht um Kriminalität, sondern um Datenschutz und datensensible Netzwerke, genau, die man betreibt. Genau, und wenn du mich jetzt dann fragst, benutze ich das? Ich nutze Tor, ja, vor allen Dingen bei der Arbeit. Es werden vielleicht auch noch darauf kommen, dass das auch für den Privatgebrauch nicht immer schön ist, und weil man auch ein paar Einschränkungen hat. Aber wenn ich als Journalist arbeite oder jetzt für Reporter ohne Grenzen und zu bestimmten Sachen recherchiere, dann will ich nicht, dass andere wissen, dass ich das tue. Und ich glaube, ich habe da ganz gute Gründe für. Und deswegen nutze ich das. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt einen eigenen Hidden Service betreibe oder dass ich jetzt mit irgendwelchen Leuten da in irgendwelchen abgeschotteten Foren kommunizieren. Katharina, wie ist es bei dir? Bewegst du dich im dunklen Teil des Netzes? Das würde ich niemals tun. Warum? Also, erstmal zur Klarstellung. Also dieses Darknet, dieses fast schon mystische, mit diesem kriminellen Hauch versehene, das ist nicht wahr. Das Darknet hat, sag ich mal, 2 große... wie soll ich sagen, Abteilungen. Das eine ist das Tor, das Onion, dieses Anonymisierungswerk, in dem auch Webseiten... Ganz kurz, dann machen wir da eine Fußnote rein. Onion, wo kommt die Zwiebel her? Was hat das Darknet mit der Zwiebel zu tun? Weil man sich sozusagen, eine Zwiebel hat ja Schälchen, ne? Und man kann ja abschälen und kommt immer weiter in den Kern. Und wenn man in das Darknet reingeht, muss man erstmal Teil einer bestimmten Community sein, um da überhaupt reinzukommen. Und dann, je nachdem, also man muss auch den eigenen Server, Computer dann auch zur Verfügung stellen, auch für Anonymisierungszwecke, damit man jemand anders über meinen Server auch hoppen kann, nicht? Okay. Neben dir wird also, der Kopf geschüttelt. Lass das mal mit den technischen Sachen. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, in dem Darknet gibt es nicht nur Webseiten mit illegalen Inhalten. Es gibt auch sehr viele legale Seiten. Ja? Das sind Seiten von irgendwelchen politischen Aktivisten, die sich in suppressiven Regimen befinden und so weiter und so fort. Also ich würd mich hier einfach nur gerne dafür aussprechen, das Darknet nicht mit Kriminalität gleichzusetzen. Und das hat ja Daniel eingangs auch erläutert. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass du so vehement sagst, nein, da gehe ich nicht hin. So, ich habe das dann vielleicht ein bisschen falsch verstanden, dass es so einen kriminellen Anhauch hatte. Ich habe einfach nur das Beispiel des Drogendealers benutzt, weil es einfach, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin hier für Reporter ohne Grenzen und trete dafür ein, dass das eine wichtige Technologie ist. Aber gerade wenn man jetzt in Deutschland guckt, dann findet man vor allen Dingen Angebote, die
auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich positiv sind, um es mal so zu sagen. Und gleichzeitig habe ich aber, ich arbeite für eine internationale Menschenrechtsorganisation und ich kenne nämlich diese Angebote auch. Ich habe hab versucht, einfach nur relativ neutral zu erklären, dass es ein anonymes Netzwerk gibt, wo man Sachen darauf einrichten kann. Und natürlich ist es letztlich so, das ist ein Werkzeug, das ist wie ein Hammer. Und das kann man für gute Zwecke einsetzen und für böse. Und da können Leute sich über politische Dinge austauschen und da können Leute aber auch Drogen anbieten. Genau, das beides. Aber so ganz anonym ist es dann doch nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Vielleicht lassen wir tatsächlich den technischen Kram, fügen noch als Erklärung hinzu, dass die Endung dort Onion lautet, eben wegen dieses Zwiebelprinzips, dass man niemals das Ganze sieht, sondern immer nur Schichten sozusagen an Informationen erhält. Und dann wäre meine Frage, wenn ich so geschützt bin, indem meine Anfrage nach dem Stille-Post-Prinzip, sagte Daniel eingangs, von Eckpunkt zu Eckpunkt zu Eckpunkt geht, ist diese Tarnkappe perfekt oder kann die jemand abnehmen? Kann man doch die Daten addieren und rausfinden, das war die Weber-Katja? Also das Onion oder das Tor, schon als es anfing zu entstehen und es entstand relativ schnell und entwickelt sich weiter, war natürlich sofort ein Fokus im Interesse von Ermittlungsdiensten und Nachrichtendiensten. Also gerade polizeiliche Ermittlungsdiensten ist das ja am Dorn im Auge. Ja? Dass die vor allem die beschäftigen sich eher mit der kriminellen Seite natürlich. Von diesen circa 7500 Servern sind jetzt so viele legendierte Server von Nachrichtendiensten und Ermittlungsdiensten verschiedener Polizeien dieser Welt. Und die plotten alles mit. Und was sie sehr gerne besetzen, sind die sogenannten Exit Nodes. Das heißt, die äußerste Schicht der Zwiebel, wo jemand dann wieder rausgeht aus dem Anonymisierungswerk. Da wird alles mitgeplottet und dieser Datenstrom wird dann auch weiter verfolgt bis zu dem Endkunden zum Beispiel und so weiter. Also deshalb das heißt, wäre ich um nochmal zusammenzufassen, du würdest sagen, so anonym, wie so im Mainstream drüber geredet wird, geht es da nicht zu? Genau so ist das. Okay, dann würde ich jetzt gerne zu dir kommen und tatsächlich auch nochmal auf die Drogen, die gerade so ein bisschen, also wo gerade gesagt wurde, lasst es uns nicht nur in die Ecke tun, da du aber nun genau an diesem Punkt forschst, wären wir schon blöd, wenn wir nicht nachfragten. Und ich glaube, man kann vielleicht tatsächlich strukturelle Einsichten daraus gewinnen, die auch auf andere Bereiche anwendbar sind. Ohne Tor wüssten wir nichts von dem, was wir dank Edward Snowden wissen, aber es ist nun mal so, dass auch der Drogenhandel über Tor läuft. Also erklär uns mal, Ruby, wie läuft Drogenhandel online ab? Was mache ich, was kriege ich, was kostet es? Ja, kann ich alles machen. Aber ich würde wahnsinnig gerne vorher auf eine Studie zurückkommen, die untersucht hat, was sich eigentlich im Darknet sozusagen befindet. Mhm. Eine britische Studie, ich glaube aus dem Jahr 2015 oder so, an 13.600 unterschiedlichen Seiten im Darknet. Also es ist halt sehr schwierig, man kann nicht systematisch sämtliche Seiten erfassen, sondern man muss sie extra rausziehen, deswegen nur 13.600. Die haben herausgefunden, dass 52% der Inhalte in dem untersuchten Darknet, in diesem Ausschnitt, sozusagen nach US und UK-Recht, legale Inhalte sind. Finde ich total wichtig zu unterstreichen. Und im Speziellen haben sie herausgefunden, dass, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, das sind 29% der Inhalte sind Filesharing-Dienste, gefolgt von 28% geleakte Taten, 12% Finanzgeschäfte und Drogen, und das ist jetzt die Verbindung zu deiner Frage, nur 4% der Inhalte beziehen sich auf Drogen, legale und illegale. Und Waffen, weil das Darknet sehr, sehr oft auch mit Waffen in Verbindung gebracht wird, nur 0,3% der Inhalte hat einen Bezug zu Waffen. Also Waffenkäufe, Verkäufe im Darknet. Es ist wichtig, sozusagen diese Relation im Kopf zu haben, wenn wir heute reden über das Darknet, über Kriminalität und über freie Meinungsäußerung. Um einfach zu gewichten, dass die gute Hälfte davon völlig legal ist und das, was tatsächlich in den Medien, glaube ich, den größten Raum in der Berichterstattung einnimmt, tatsächlich faktisch, wenn diese Studie
belastbar ist, einen kleinen Bruchteil ausmacht, aber trotzdem, es interessiert mich natürlich und ich vermute auch die Zuschauer, wie funktioniert es? Was man liest ist, es gibt da so eine Art ja, Amazons oder Ebays für Drogen. Soweit korrekt oder nicht? Ja, doch, genau. Ich bestelle, ich bewerte, gebe Feedback und stehe eigentlich in so einem Händler-Käuferin-Verhältnis. Ja, also der erste Marktplatz dieser Art hat im Jahr 2012 ist er online gegangen, der nennt sich Silk Road. Als der Marktplatz dann 2013 vom FBI offline genommen worden ist, kam Silk Road 2, Silk Road 3, die sind mittlerweile alle offline genommen worden. Manche haben freiwillig geschlossen, manche sind durch Strafverfolgungsbehörden geschlossen worden. Mittlerweile gibt es etwa 2 Dutzend unterschiedliche Marktplätze. Also es sind Plattformen, auf denen sozusagen Händler ihre Waren anbieten. Das sind meistens Drogen, können aber auch Waffen sein, pornografisches Material, können auch Hackeranleitungen oder Sonnenbrillen, Turnschuhe, sie können alles Mögliche sozusagen auf diesen Shops, auf diesen Märkten bestellen. Und sie sind sehr ähnlich aufgebaut, wie wir das alle kennen von Amazon Marketplace, eBay. Sozusagen die Kunden machen sich ein Bild von dem Händler aufgrund der Bewertungen von anderen Usern, aufgrund der Erfahrungen mit den jeweiligen Substanzen. Man kann sämtliche psychoaktive Substanzen bestellen, alle möglichen legalen, also alles, nicht jede Substanz ist sozusagen strafrechtlich reglementiert. In Österreich gibt es ein neues psychoaktive Substanzengesetz, in Deutschland wird darüber diskutiert, ob das eingeführt werden soll, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also weil immer sozusagen neue synthetische Drogen auf den Markt kommen und man kann alles Mögliche auf diesen Märkten kaufen. Der Nachteil und das Risiko daran ist, dass sozusagen diese Marktplätze jederzeit von jedem 24 Stunden, 7 Tage die Woche global verfügbar sind. Es gibt keine Alterseinschränkungen. Das heißt, auch Kinder haben sozusagen die Möglichkeit, sich Drogen übers Darknet zu bestellen. Zugestellt, also bezahlt werden die Drogen mit virtuellen Währungen. Bitcoin ist da die beliebteste und bekannteste. Und zugestellt werden die Drogen, die werden sehr, sehr unauffällig verpackt. Also man würde niemals vermuten, dass sich in so einer Sendung irgendein illegaler Inhalt befindet. Und die werden einfach von einem Postboten oder vom Zustelldienst sozusagen nach Hause geliefert oder an eine andere Adresse, je nachdem. Also Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ich habe gelesen, dass die Kunden zu 80% männlich seien, gut gebildet und zwischen Anfang und Ende 20. Trifft es auf die Anbieter auch zu? Weiß man über die Seite was? ja, das, was du jetzt zitiert hast, ist eine Befragung an etwa 10.000 Konsumenten, Kunden von damals Silk Road 1. Die haben sozusagen, das sind deren Eigenangaben, haben gesagt, genau, gut ausgebildet, in den Anfang 20ern, Ende 20er, männlich. Ich kenne keine Befragung, wo Händler angegeben hätten, sozusagen, dass deren demografische Daten sind. Das wissen wir nicht und ja, ich sehe auch keine Notwendigkeit. Verurteilungen oder so kann man auch nicht hochrechnen, weil was ich gelesen habe, waren alles tatsächlich Männer, allerdings jenseits dieses Altersspektrums. Ich kann hier vielleicht einmal, wir haben ja uns in unserem Film uns auch um ein differenziertes Bild bemüht und ein Kernteil meiner Arbeit, und da sind einige Tage, vielleicht sogar Wochen meines Lebens dabei draufgegangen, war eben einen Drogenhändler aus dem Darknet vor die Kamera zu bekommen. Das ist ziemlich absurd eigentlich, weil die tun halt alles dafür, um anonym zu bleiben, und wir wollten diesen Menschen, dass er sich erstmal mit uns trefft. Also Real-Life-Treffen sind eigentlich total verpönt in der Szene. Und dann sollte er sich auch noch vor unsere Kamera setzen. Und es hat geklappt am Ende, aber ich habe es nie gezählt, aber ich würde sagen, ich habe bestimmt mit 80, 90 Händlern, zumindest Leuten, die vorgeben, Sachen anzubieten, das weiß man ja auch nicht so genau, ob die alle wirklich den Stoff haben. Und da war aber mein Gefühl auch, dass das alles vor allen Dingen Männer waren. Interessanterweise hatte ich zwischenzeitlich habe ich mal, weil ich so verzweifelt war, sind wir auf Medikamentenhandel gegangen. Da waren es vor allen Dingen Frauen, die vorgegeben haben, sie seien Apothekerin. Und die Person, die wir am Ende dann auch getroffen haben in der echten Welt, wo wir alles das, was wir prüfen konnten, war extrem stimmig, dass das wirklich ein
ein Händler aus dem Darknet war, der passte aber auch eben in dieses Bild, der war männlich und ich glaube Mitte 40 und ja, Familienvater. Mhm. Und traf sich dann auch tatsächlich mit euch? Gibt es absurde Bilder in dem Film, wo die dann auf irgendeinem Acker, auf irgendeinem landwirtschaftlichen Gerät rumsitzen, weil es neben der Autobahnraststätte, wo man sich traf, offenbar ein Acker war? Ich würde gerne noch mal fragen, Merupi, wie gibt es andere Drogen im Netz oder hat das Auswirkungen auf die Qualität des Zeugs, das ich da bekomme? Weil wir haben ja gerade über diese Rating-Systeme gesprochen beispielsweise. Du kannst hinterher den Handel bewerten und so. Führt das unter Umständen dazu, dass ich da bessere Ware bekomme? Denn neben der Suchtproblematik sind ja so die Hauptprobleme beim Drogenhandel. Ich weiß nicht, woher das Zeug kommt und es könnte mies sein, mit giftigen, mit tödlichen Sachen gestreckt zum Beispiel. Ja, das ist ein guter Punkt. Also die Qualität der Drogen ist eines der größten Schwachstellen und größten, da gibt es die größten gesundheitlichen Folgeschäden durch den Konsum, weil im Grunde genommen, wenn man sich eine illegale Substanz kauft, weiß man nicht, was sich drinnen befindet und ob tatsächlich die Droge, für die ich Geld ausgebe, das ist, was ich glaube, dass ich kaufe. Und das ist einer der Vorteile, wenn man das so möchte, wenn man Drogen übers Darknet bezieht, dass sehr, sehr transparent gemacht wird von den Händlern selber, aber auch dadurch, dass es die Kunden, die Konsumenten bewerten, bekommt man einen relativ guten Eindruck und ein gutes Bild, ein valides Bild davon, was man bestellen kann. Es gibt auch Fälle, wo sozusagen dann die Kunden sagen, nee, die Substanz ist es nicht, es ist eine viel, viel schlechtere Qualität als angegeben oder es passt einfach nicht, passt von der Qualität nicht, passt von der Quantität nicht. Also könnte man tatsächlich sagen, wenn man daran jetzt mal was gut finden will, das bringt sowas wie einen souveränen Drogenkonsumenten hervor, also einer, der sehen kann, aha, das ist die Qualität, die hat den und den Preis. Am Ende profitiere ich vielleicht als Konsumentin noch von der Preisschlacht, die sich auf den Plattformen bieten. Also bringt das dem Menschen auf der anderen Seite des Monitors insofern ein bisschen Ermächtigung und Überblick? Ja, also es gibt sowas wie eine Peer-to-Peer-Informationsweitergabe. Das mag sich irgendwie lustig anhören, aber das Prinzip sozusagen ist, dass sich das User-erfahrene Drogenkonsumenten ihr Wissen, dass sie im Laufe der Monate und Jahre ansammeln, an andere Interessierte verantwortungsvoll weitergeben. Und dieser verantwortungsvolle Aspekt ist etwas, was sozusagen neu ist. Okay, dann hätte ich noch eine Frage zum Thema Drogen. Es tut mir leid, in der Vorbereitung hatte ich da einfach so viele zu und dachte, die will ich jetzt mal loswerden. Beeinflusst der Online-Drogenhandel irgendwie den bisher Offline-Drogenhandel, wie wir ihn kennen? Jetzt ganz verkürzt gesagt, der Dealer im Girlie, merkt er was davon, dass im Netz vielleicht irgendwie hochwertiger gehandelt wird? Ja, darf ich noch was ergänzen zum Vorigen, was mir vorher entfallen ist? Der zweite Vorteil, wenn man das so möchte, auf Drogenmärkten, wenn man sich seine Drogen im Darknet bestellt, ist der Gewaltaspekt. Es gibt auch eine Befragung, wo die User, also die Kunden, angegeben haben, dass sie viel weniger Gewalterfahrungen haben, wenn sie über das Darknet Drogen bestellen, im Vergleich dazu, wenn sie auf der Straße, in Parks, auf Partys oder in irgendwelchen privaten Wohnungen sich die Drogen kaufen. Das bezieht sich jetzt sozusagen auf den Einzelhandelsmarkt, bezieht sich nicht auf die oberen Handelsebenen, auch wichtig zu erwähnen. Mhm. Die andere Frage war die nach den Auswirkungen oder ob es überhaupt Auswirkungen gibt zwischen Online- und Offline-Handel. Üblicherweise wird ja immer über eBay oder Amazon gesagt, der stationäre Einzelhandel leidet. Ist das übertragbar in diesem Fall? Oder? Ja, es gibt eine interessante Beobachtung, nämlich das vulnerabelste Glied in der gesamten Drogenhandelskette ist der Einzelhändler, derjenige, der sozusagen dem Konsumenten die Drogen verkauft. Der ist am exponiertesten, der ist am sichtbarsten, auch für Strafermittlungen, Strafverfolgungsbehörden. Genau, und der fällt dann tendenziell dadurch, dass man sich online die Drogen bestellen kann, weg, weil dieser Job dann sozusagen durch den Postboten ersetzt wird. Okay, jetzt. Genau, das ist.
die Absurdität und gleichzeitig die Kehrseite dieser Globalisierung des Drogenhandels, wenn man das so möchte. Jetzt hast du gesagt, dass das User-Feedback sagt, ich fühle mich sicherer, wenn ich Drogen online kaufe, also mir passiert da weniger. Interessanterweise scheint zumindest, wenn man so in die Presse guckt, wer wurde denn so hops genommen und verurteilt, das auf der Gegenseite sich auch zu spiegeln. Du hattest gerade, Daniel, schon den Typen angesprochen, den ihr dann auch da im Film hattet. Da liest man dann oft, wenn es um Drogen oder auch Waffenhändler geht, über ja teilweise Schüler, die das so plus minus aus dem Kinderzimmer raus betreiben, Angestellte, Arbeitslose, Leute, die im Alltag nicht auffallen und Abstand halten würden zum kriminellen Milieu. Kann man dann insofern sagen, die Möglichkeit, Tor und das Darknet zu nutzen, bringt Leute dazu, kriminelle Taten zu begehen, die ansonsten es nicht täten, oder ist das zu weit gesprungen? Daniel hatte ich gefragt, aber ihr könnt gerne auch. Ich kann da nicht auf, leider nicht, weil das nicht mein Gebiet ist, auf Forschung oder so zurückgreifen. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt, aber zu dieser Frage, ich kann nur wiedergeben, was wir in den Recherchen, wir haben sehr viel mit Ermittlern gesprochen, ich spreche auch, interessanterweise rufen mich jetzt häufig Ermittler an, die gewisse Fragen haben oder einfach sich austauschen wollen. Die haben mir eigentlich das noch nie erzählt, dass es so ist. Die haben häufiger die Erfahrung gemacht, dass sich bestehende Strukturen, die es in der Offline-Welt gibt, entweder komplett, aber meistens additional ins Internet oder ins Darknet auch verlagern. Also dass Leute, die ohnehin schon, man darf ja nicht verkennen, auch solche Händler müssen ja irgendwie, sie müssen ja irgendwie an die Sachen kommen. Mhm. Und irgendwo muss es das Link geben. Genau. Und irgendwo, also das sind ja dann doch, also weiß ich nicht, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich nicht kriminell bin und gerade kein Drogenhändler. Und nur weil es jetzt das Darknet gibt, müsste ich ja, selbst wenn ich es werden wollte, ja trotzdem irgendwie diesen Link bekommen in diese kriminelle Welt. Von daher ist diese Rechnung, glaube ich, so einfach nicht zu machen. Und ich habe es auch in meinen Recherchen nie gehört, aber ich kann da auch jetzt nicht auf irgendwelche großen Analysen zurückgreifen. Also das Darknet hat schon in einem gewissen Bereich, und zwar kommen wir jetzt zu den richtig harten Sachen, schon zu einer Kriminalität geführt, die im Offline-Leben nicht besteht. Und zwar kann man im Darknet sich Kriminalitätstools bestellen. Das heißt, es ist ja auch jetzt der neue Trend sozusagen, Crime as a Service. Das bedeutet, wenn Sie vollkommen technisch unbedarft sind, ja, also sie kommen in die Nähe eines Computers und alles geht kaputt, so nach Motto, können sie sich trotzdem, wenn sie die Idee haben, jetzt möchte ich die und die Firma, sag ich mal, so richtig in den Boden reißen oder ich möchte die Webseiten meiner Universität zum Absturz bringen und sie haben diesen Willen, sie wissen aber nicht, wie sie das machen sollen, dann können sie sich das bestellen bei Profis im Darknet. Ihnen wird gezielt, also tailored, ja, also zurecht geschneidert, ein Wurm, ein Virus oder eine DDoS-Attacke, die auf ihr Ziel passt, ja, da werden zum Beispiel von der Universität, die sie angreifen möchten, die Netzwerke analysiert, es wird was zurecht geschneidert, es wird ihnen zur Verfügung gestellt, verkauft, sie brauchen nur noch auf den Knopf drücken und los geht's. Das kommt, meine Damen und Herren, mit einer 24/7 Support, ja, also sie haben einen Ansprechpartner, falls sie immer noch nicht damit zurechtkommen, den können sie immer anrufen, der wird ihnen erklären, wie das geht und was sie falsch machen, also ne, so wie bei Microsoft, wo man manchmal anruft, aber niemand nimmt ab, also dort nimmt jemand ab und sie haben eine Geld-Zurück-Garantie, falls es doch nicht klappen sollte. Hervorragender Service. Und also da würdest du sagen, wird Kriminalität oder kriminelle Handlungen initiiert oder multipliziert? Es ist eine Art der kriminellen Handlung, die in der Offline-Welt so sozusagen nicht zu finden war. Das ist keine Spiegelung der Offline-Welt. Geht ja auch um digitale Angriffe. Genau, deshalb. Und das hat unglaublichen, das ist sehr erfolgreich. Was man auch machen kann, wenn man ein bisschen technisch versiert ist, aber so Power braucht, kann man sich auch Zombie-Netz anmieten und die gibt es so günstig. Also das allergrößte Zombie-Netz, was wir mal hatten, 13 Millionen Computer, das hatte man schon für $200 pro Stunde. Und was man wissen muss, das nutzen nicht nur Kriminelle, Cyberkriminelle, damit sie mit der Power von 13 Millionen Computern irgendwas machen können,
sondern auch Nachrichtendienste. Nachrichtendienste, für die ist das nichts Besseres gibt, als sich so ein Botnet anzumieten, weil man dann ja Zugriff auf die Zombie-Computer hat und erstmal durchzuforsten. Also Zombie-Computer musst du vielleicht nochmal einen Einschub machen. Computer, die mitarbeiten, ohne dass deren Besitzer es wissen gewollt hätten oder eingewilligt. Sind, gekapert, ja, ich habe Zugriff drauf. Der Nutzer merkt das nicht, dass ich da drauf bin und ich nutze die Computerkraft sozusagen, um irgendwas zu machen. Und wenn ich schon diese gekaperten Computer habe, dann kann ich ja gucken, habe ich irgendwelche Computer von Politikern dabei oder der Töchtern und Ehefrauen von Politikern. Und dann installiert man da natürlich noch extra Trojanchen und so weiter und so fort. Also auch die Verbindung der kriminellen Welt mit den Nachrichtendiensten finde ich jedenfalls ein bisschen, wie soll ich das sagen, bedenklich. Jetzt hatte ich das Gefühl, dass bei euch die Laune ziemlich stieg, als von den Angriffen auf die Universitäten die Rede war. Möglicherweise möchte ja eine oder einer von euch vorne Platz nehmen und zu dem bisher Gesagten sich verhalten oder aber völlig andere, ungeahnte Aspekte in die Diskussion bringen. Also das ist eine Blanko-Einladung, neben Daniel Platz zu nehmen. Ich würde das, was du gesagt hast und du, Daniel, gern nochmal aufgreifen und erweitern um einen weiteren sehr unappetitlichen Aspekt. Ich würde gerne was eine Sache zu sagen. Mach noch, und zwar, dass du recht hattest. Du, du hast erwähnt, nicht jeder kommt einfach so ins Darknet. Also man muss da schon wissen, wo man hin soll. Ja? Sie können das Darknet auch nicht googeln. Das ist in keinen Suchmaschinen. Das ist ja das Spezielle, dass sie nicht mit Suchmaschinen... Okay, dann jetzt erst nochmal da. Ich mach's auch ganz kurz. Auf Katharina und dann ich mit meiner. Ich wundere mich, ich will das gar nicht jetzt völlig negieren, was du gerade gesagt hast. Ich wundere mich, dass du das Beispiel mit den Cyberangriffen nimmst, weil ich glaube, so einfach ist es nicht, gerade bei den Cyberangriffen, aus der Logik, dass nämlich das nicht so viele nachfragen wie die Drogen. Deswegen gibt es diese Bewertungsmöglichkeit nicht. Es stimmt, es gibt extrem viele Angebote für Cyberangriffe, aber die Frage, die eine Sache ist, ob du es bestellst, die andere Frage ist, ob du es auch bekommst. Denn der Begriff des Scammers, also der Betrüger im Darknet, Scammer, es wimmelt nur so vor Scammern im Darknet überall und das ist bei den Cyberangriffen ganz verbreitet. Das gibt es, ja. Ich finde, ein viel, viel drängenderes Problem ist, und da, das muss man auch, glaube ich, konstatieren, ist das File-Sharing gerade im Bereich der Kinderpornografie, weil da geht es dann letztlich nur noch um digitale Güter, die sind... Bei den Drogen hat man immer noch den Übergang in die reale Welt. Die müssen irgendwann verschickt werden. Das ist auch der Punkt, wo die Ermittler meistens zugreifen. Austausch von Kinderpornografie findet vollständig digital statt. Und das ist ein Riesenproblem. Das sagen auch die Ermittler. Da sitzen sie häufig daneben und sehen, was da geteilt wird und können nichts machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was es so in der Form in der analogen Welt nicht gab. Denn es wird immer schon pädophile Menschen gegeben haben, aber die es eben sehr, sehr viel schwieriger hatten, an Ware zu kommen. Das tatsächlich wäre meine nächste Frage gewesen, weil genau dieser Gedankengang mir sehr einleuchtet, dass es tatsächlich jetzt einfacher ist, an dieses Material zu kommen. Kinderpornografie ist hoch tabuisiert, aber wenn ich so denke, okay, ich schaffe mir den Zugang, das kann ich relativ einfach irgendwie mehr bei YouTube drauf schaffen, wie ich da reinkomme, dann gucke ich mich um und denke mir, super, da kann ich mich austoben. Das wäre mir vielleicht offline zu heiß, aber online kann ich es machen und dieses Bedürfnis entwickeln oder ausleben, je nachdem. Also lässt sich insofern sagen, und dann doch vielleicht wieder die Frage an die Forscherin, fördert diese Verborgenheit dann tatsächlich in dem Fall abseitige und finstere Gedanken und Taten oder würdest du sagen, nee, halt, da ist irgendwie was zu kurz gedacht? Ich würde das so in dieser Form nicht sagen, weil die meisten Kriminalitätsformen, selbst wenn es das Internet nicht gäbe, würden sie dennoch existieren. Warum ist Kriminalität, kann man nie 100% eliminieren, bekämpfen, ausrotten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das mag unsere Illusion sein, aber es ist in der Realität nicht machbar. Es gibt exponentielle Wachstum bei der Kinderpornografie, gibt es das oder gibt es das nicht? Also Daniel, lese ich zumindest raus, meint, da gibt es eine Vervielfachung. Ich habe von Ermittlern gehört und ich finde es erstmal plausibel anzunehmen. Ich kann das aber auch, ich kann das nicht irgendwie begründen mit irgendwelchen Zahlen. Ich kann das jetzt auch nicht. Mir sind auch keine Studien bekannt. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, da empirischen Zugang zu bekommen. Mag sein, dass es auf Kinderpornografie zutrifft, weil eben genau, wie du vorher erwähnt hast, sozusagen der Handel vollkommen online abgewickelt werden kann und
kein Bezug zur physischen, materiellen Welt notwendig ist. Also es gibt keinen Postboten, der irgendwie, nichts wird verschickt, kein Mensch kommt damit in Berührung, es geht alles sozusagen digital. Für die anderen Bereiche bin ich mir da nicht so sicher. Jetzt bist du ja, Katharina, Regierungsdirektorin im Verteidigungsministerium, Fokus Cybersicherheit. Wie schauen denn die Kollegen bei dir im Haus oder vielleicht gehen wir mal in ein benachbartes Ministerium, ins Innenministerium, auf dieses ganze Thema? Also über das Nachbarministerium kann ich ja nichts sagen. Vielleicht tauscht man sich im Haus bei einem Käffchen. Ach, man arbeitet ja auch zusammen. Ne? Man ist ja auch dazu verdammt, zusammenzuarbeiten. Denn gerade im Internet kann man die äußere Sicherheit, wo halt mein Ministerium zuständig wäre, das Verteidigungsministerium, und die innere Sicherheit, wo das Innenministerium zuständig wäre, das kann man so schlecht trennen. Ja? Das kann man sehr schlecht trennen, genauso wie bei Terrorismus auch oder Terrorismusbekämpfung auch. Und deshalb arbeiten wir auch sehr viel zusammen. Es gibt ein nationales Cyberabwehrzentrum. Das ist zwar bis jetzt nur eine Informationsaustausch-Plattform. Das soll aber nach der neuen Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung, die letzten November jetzt rausgekommen ist, auch operationalisiert werden. Das heißt, es sollen sozusagen kleine Cyberfeuerwehr-Teams, Rapid Reaction Teams eingerichtet werden. Mit Blick auf welche Bereiche von denen, die wir hier angesprochen haben. Okay, das steht in der Strategie nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist Notizen. Auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel, also nur so zum Beispiel, so manch Land oder so manche Gemeinde, die ja zu kritischen Infrastrukturen unseres Landes gehören und die ganz, ganz viele Daten von Bürgern auch horten und horten müssen, deren Netzwerke, stehen in derer Verantwortlichkeit. Also das, sage ich mal, das Land Sachsen ist halt für, ne, die Landesnetzwerke verantwortlich. Diese Aufgaben werden meistens outgesourced an irgendwelche Firmen. Und wie Sie ja wissen, man wird ja immer das billigste Angebot nehmen, weil man muss es ja schon fast, ne, aufgrund der Vorgaben. Und ja, so einen Service kriegt man dann auch. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel einer Landesregierung mag, von der Bundesebene aus gesehen, hilft. Oder einem kritischen Infrastruktursystemprovider hilft. Dabei denke ich an sowas wie Wasserversorgung, Stromversorgung. Vorstellbar. Jetzt würde mich zum einen interessieren, ob ihr wirklich überhaupt nichts wissen wollt. Reicht euch das? Ist jemand, dem reicht's nicht. Es kommt ein Mikro zu dir und es wäre schön, wenn du dich auch vorstellst. Also ihr könnt aus dem Saal raus fragen, du kannst dich aber natürlich auch gerne zu uns setzen. Hallo. Hi. Ich bin Chala. Ich sitze auch gerne an der Tastatur, sage ich mal so. Deswegen, also ich habe auch schon die kranksten Sachen im Darknet gesehen und so gesehen, ich finde das ein bisschen ulkig, dass man sich so auf diese ganzen kriminellen Dinge konzentriert, weil ich auch in dieser Diskussion versteht man oder merkt man so, böse Dinge sind böse, da sind wir uns einig. Gute Dinge sind gut, da sind wir uns auch einig, sozusagen. Es gibt auch das Krankste, was man sich vorstellen kann, im Clearnet. Dann gibt es auch noch das Deepnet. Das ist nicht im Darknet, aber trotzdem krank. So, es gibt eigentlich alles im Internet, sozusagen. Und das Darknet hat auch einiges an unterschiedlichen Services zu bieten. Ich würde mir eigentlich wünschen, beziehungsweise wir haben ja auch einen Journalisten hier im Kreise, vielleicht die mal ein bisschen wegzuzoomen und nicht zu sehr über die offensichtlichen Dinge zu reden, wie, okay, Drogen verkaufen wollen wir vielleicht, also wenn wir uns an die geltenden Gesetze halten wollen, eindämmen oder nicht. Aber wieso gibt es denn ein Darknet in the first place sozusagen? Also was ist denn der Grund, warum wir das erfunden haben als Gemeinschaft? Und wie sieht es denn mit Informationsaustausch zwischen Individuen aus, was wollen wir anonym tätigen, was sind unsere Rechte, was kann man aus diesen Lehren vielleicht in die Clearnet-Welt holen? Und ich meine, man muss sich nur an so Sachen erinnern wie 2011 im Iran, als Internet sozusagen so gut wie abgeschaltet wurde und so, da gab es dann teilweise ganze Länder, die eigentlich kein Internet mehr hatten, außer über das Tor-Netzwerk sozusagen. Und
Ja, ich denke, da ist auch noch einiges rauszuholen. Ja, das glaube ich, wird uns auch hier die nächste Viertelstunde ganz gut ausfüllen, so dein Kessel buntes. Dann fangen wir tatsächlich vielleicht bei Daniel an. Also Reporter ohne Grenzen hat heute die aktuelle Rangliste zum Thema Pressefreiheit international veröffentlicht. Könnt ihr denn einschätzen, nehmen wir dann zum Beispiel Iran oder nehmen wir Syrien oder vielleicht auch die Türkei aktuell, könnt ihr einschätzen, welche Bedeutung die Infrastruktur, über die wir hier reden, in den Ländern hat? Lässt sich das aus euren Umfragen rauslesen? Wir haben jetzt keine ganz globale Umfrage, wer nutzt das Darknet. Wir wissen auf jeden Fall, und das ist ja auch, das ist auch nicht nur eine Information von uns, dass es bestimmte Länder gibt, in denen das Internet besonders stark reguliert wird, dass da auch das Nutzen von Tor überproportional hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Iran vor allen Dingen, China, wo ja auch eine Station unseres Films spielt, auch. Wobei in China so für die Normalbevölkerung VPNs reichen, aber die Leute... Musst du vielleicht auch nochmal kurz... VPN erinnern? Ist quasi auch eine Art Tunnel raus, sage ich jetzt mal, aus der Zensur, aber da hängt immer noch ein Dritter, dem ich dann vertrauen muss, der mir diesen Tunnel bereitstellt, hinten drin. Und wenn ich wirklich auf ganz Nummer sicher gehen will, nehme ich das eben auch nicht, weil dieser Dritte nämlich eventuell weiß, wer ich bin. Oder er weiß es auf jeden Fall. Und also wir sehen auf jeden Fall, dass das wichtig ist für Journalisten in solchen Ländern, Beispiel Syrien, das kann ich vielleicht ein bisschen ausführlicher erzählen, weil es natürlich auch sehr, sehr drängt. Ich habe im Januar hier jemanden kennengelernt, Ahmad, mit dem ich auch, kurzer Werbeblock, am 8. Mai auf der Republika ein Panel haben werde zum Darknet. Bürgerjournalist gewesen in Syrien, mittlerweile als anerkannter Flüchtling hier in Deutschland, spricht perfektes Deutsch und hat mir sehr, sehr eindrücklich erzählt, als wir haben uns im NDR kennengelernt, als wir fast fertig waren mit unserem Film, der sagte, ach, das meint ihr mit Darknet? Ja, das habe ich auch immer genutzt. Und der kannte diesen Begriff Darknet gar nicht. Und was war sein Begriff? Der hat das einfach als, weiß ich nicht, das war für den einfach Tor. Da meinte ich, ja, was habt ihr denn da gemacht? Und er war in einer Stadt, ich vergesse leider immer wieder den Namen, es ist eine kleinere Stadt, in der aber eine der ersten Hochburgen waren, damals, als der Bürgerkrieg begann. Und die haben das tatsächlich auch in der Offline-Welt so gelebt, wie man es im Darknet heute häufig macht, das wirklich in die Inner Circles, das hast du auch schon mal gesagt, da muss man dann die Leute kennen, um da erstmal reinzukommen und so weiter, das ist nämlich dann nicht offen angeboten. Das haben die auch in der Offline-Welt zum Beispiel gemacht, da gab es einen Leitfaden mit 20 Seiten, den mussten die auswendig können, wie man Tor benutzt, wie man keine Fehler macht, weil die eben genau wussten, gerade die Internetüberwachung in Syrien war damals schon sehr, sehr scharf, nur wenn man das wirklich auswendig konnte, diese 20 Seiten, dann war man quasi Teil dieser Gruppe, die in bestimmte Teile, die sie sich über Tor aufgebaut haben, reinkam. Und was die vor allen Dingen gemacht haben, ist mit Hilfe von, die haben die Proteste vor Ort gecovert mit Videos und haben dieses Video dann damit außer Landes geschafft, weil sie Telefone nicht nutzen konnten, weil die Telefone wurden alle geortet und abgehört. Und sie haben sich dann eigene Internetinfrastruktur geschaffen und dann das über Tor quasi in den Westen gebracht oder in die westliche Welt gebracht zu Syrern, die hier in, ich weiß nicht genau in welchem Land sie jetzt saßen, aber irgendwo in Europa, die das auch bedienen konnten. Und die haben das dann über soziale Medien verteilt, wo man nicht mehr da nachvollziehen konnte. Das ist vielleicht mal so ein Beispiel, davon gibt es mehrere Beispiele, viele Beispiele, und ich bin dankbar für diesen Punkt, weil ein Satz, den ich noch sagen will, wenn man ins Darknet geht, dann ist das ja wirklich so, dass man vor allen Dingen diese bösen Sachen sieht. Das ist aber auch völlig logisch, denn der Drogendealer, der will gefunden werden, der will, dass Leute seine Drogen kaufen. Der Journalist, der will nicht, dass irgendwelche Leute wissen, dass er im Darknet ist. Der hat auch kein Interesse daran, im Zweifel einen riesen Blog daraus zu machen, weil das liest ja eh keiner, weil da sind ja nicht so viele Leute. So, da reicht ja nicht die Massen mit. Der will darüber kommunizieren. Für den reicht das schon, wenn der dann einen Service betreibt, von dem niemand weiß, außer 5 Leute. Auch das ist Darknet und das wird genutzt. Das ist uns aber halt leider nicht so sichtbar, weil es einfach grundverschiedene Anwendungszwecke sind für diese eine Technologie, die man eben gut und böse nutzen kann. Die andere Frage, die da bei dir drin steckte, war ja die nach der Ursuppe. Also wo kommt's her? Und das ist natürlich ja eigentlich auch ganz lustig, weil du so darüber sprachst,
wer von uns oder wie wir uns das geschaffen haben. Letztlich ist es ja doch eine von staatlicher Seite, von behördlicher Seite aus der Verteidigungsforschung entstanden. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also das Tor. Ich dachte, du als Forscherin, oder ist das gar nicht deine Tasse Tee? Aber dann ergreifst du das Wort, Katharina. Entschuldigung, ich fühlte mich so angesprochen, weil das Tor von, wie kann es anders sein, vom US-amerikanischen Militär entwickelt wurde. Und dann halt aufgegeben wurde, weil es doch nicht die Zwecke erfüllt hat, für die man das haben wollte. Okay, du weißt es besser, kannst du gleich sagen. Aber ich wollte auf deine Frage hier jetzt eingehen, weil ich so einen kleinen strategischen Level da rausgehört habe. Es ist so, dass ich glaube fest daran, dass das Tor, da sich ja jetzt schon so viele Nachrichtendienste und Ermittler da rumtummeln, irgendwann mal einfach nicht mehr zu Anonymisierungszwecken, ja, um anonym zu bleiben, ausreichen wird. Und man sieht jetzt schon, dass die kriminelle Unterwelt sich jetzt schon andere Möglichkeiten, safe zu bleiben und ihre Geschäfte zu schützen, sucht. Und das ist vor allem das Einrichten von Servern in Staaten, in denen man sehr gut mit der führenden Elite zusammenarbeiten kann. Und vor allem, das sind Staaten, in denen Cyberkriminalität nicht existiert. Und wenn dort Cyberkriminalität nicht strafbar ist, funktioniert natürlich auch nicht die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen. Bedeutet, man kriegt die Leute nie raus. Das sind ein paar Länder halt in Afrika und kleine Inselstaaten. Ne? Da arbeitet man sehr gut mit, sage ich mal, den diktatorischen Eliten zusammen und ist ziemlich sicher vor Strafverfolgung. Das wird jetzt schon gemacht. Also es gibt eine Migration. Das bedeutet, die Kriminellen, die werden immer noch Möglichkeiten haben, sich und ihre Geschäfte zu schützen, aber vielleicht nicht die anderen Menschen, die, sag ich mal, diese Möglichkeiten vielleicht nicht haben, um irgendwelche führenden Regierungseliten an ihren an ihren Gewinnen zu beteiligen, ja, das sind die Journalisten, das sind die Menschenrechtsaktivisten. Was bleibt mit denen? Und da habe ich wirklich keine Antwort. Ich hoffe, dass die Technik, es ist ja immer ein Wettlauf der Technik, ne? Also ich hoffe, dass die Technik sich vielleicht etwas anderes ausdenkt oder die Kryptomöglichkeiten, also die guten, starken Kryptomöglichkeiten für jedermann verfügbar sein werden. Wie seht ihr beiden das? Also seht ihr auch die Möglichkeit oder die Gefahr, dass das Darknet als Instrument für Regimekritiker, für Leute, die nach Informationen suchen, die auch einfach nur, wie du es vorhin gesagt hast, Daniel, mit 5 weiteren kommunizieren wollen, zu Sachverhalten, die sonst keiner mitlesen sollte, dass sich das für die erledigt hat in naher Zukunft? Würde ich nicht unbedingt so meinen. Meiner Ansicht nach setzt sich das Katz-und-Maus-Spiel, das es nicht nur in der physischen Welt, sondern auch im Darknet gibt, fort. Das ist sozusagen ein Wettlauf von denjenigen, die Technologie entwickeln, mit denjenigen, die versuchen, die Anonymisierungssoftware einzuschränken und zu entanonymisieren. Das Tor-Netzwerk war ja zum Beispiel auch während des arabischen Frühlings ein sehr, sehr wichtiges Tool, damit sich die Leute untereinander vernetzen können und kommunizieren können. Und das würde so heute auch immer noch funktionieren, weil bei Katharina klang so raus, das kommt so an sein Ende. Nicht heute, nicht morgen, aber in ein paar Jährchen ganz sicher. Genau, das ist ein Zukunftsszenario, das man unterschiedlich auslegen kann. Das ist eine Auslegungsoption. Ich bin da etwas optimistischer. Du, Daniel? Ich auch, und zwar aus einem anderen Gesichtspunkt. Erstens weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, weil mir erzählen die Geheimdienste gar nicht, dass sie Tor Dexit Nodes betreiben. Geheimdienste reden mit Reporter ohne Grenzen? Nee, eben nicht, deswegen weiß ich es so. Nicht, aber du weißt es ja, von daher, du sitzt aber auch im Ministerium. Ja? Also es ist interessant zu wissen, welche Exit Nodes denn vom BND betrieben werden, weil dann könnte man die ja vielleicht mal abschalten irgendwie. Nein, ich würde sagen, wo Nachfrage ist, wird es auch ein Angebot geben. Und ich glaube, die Nachfrage wird steigen. Und was wir als Reporter ohne Grenzen sehen, ist, dass Überwachung, das war auch heute eine zentrale Botschaft unserer Rangliste der Pressefreiheit, da hat sich jetzt an den Plätzen häufig gar nicht so viel getan. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die, in Anführungsstrichen mal, das Niveau der Pressefreiheit, die Qualität der Pressefreiheit international wirklich auf einem
insgesamt abrutscht. So. Das heißt gar nicht darum, dass das ein Land dann ganz groß abfällt, aber es sinkt einfach insgesamt ein bisschen. Und das liegt vor allen Dingen, also nicht nur, aber vor allen Dingen auch daran, dass überall mehr natürlich Überwachungsgesetze erlassen werden. Dass gerade dann Gruppen wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten sich dessen bewusst werden, dass sie im digitalen Raum Ziele von Überwachung sein können. Und ich will das gar nicht beschönigen. Ich gebe ja auch Fortbildung für Journalisten und viele Journalisten, auch in Ländern, wo man denken würde, irgendwie, mein Gott, ihr müsst das doch sofort wissen, dass ihr irgendwie hier überwacht werdet. Da ist das Wissen um digitale Sicherheit, um die Notwendigkeit für digitale Sicherheit noch gar nicht so ausgeprägt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass je mehr Fälle wir haben und je mehr wir auch hoffentlich als Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass das beibringen Leuten, dass das dann genutzt wird und dass auch immer mehr Menschen solche an so einem Netzwerk teilnehmen, indem sie eben Server aufsetzen. Und deswegen sehe ich eigentlich vor allen Dingen eine große Chance, eine große Nachfrage und vor allen Dingen glaube ich, dieses Beispiel, was ich ganz am Anfang gemacht habe, wenn man die Sachen erstmal massentauglich macht, wenn es zum Beispiel auf einmal dann einen mobilen Messenger gibt, der auf dieser Technologie basiert, dann hat das mit Tor gar nichts mehr zu tun. Aber dann wird dieses Netzwerk einfach viel mehr genutzt. Und wenn das einfach steigt, dann wird das kommen. Da bin ich sicher. Gibt es von euch weitere Fragen? Bitteschön. So, hört mich was. Mats ist mein Name. Meine Frage wäre folgende. Wie schon angeklungen hat, gibt es ja starke Bestrebungen, die Kryptographie irgendwie zu verbieten, mehr oder weniger, auch in westlichen Staaten. Und ist jetzt das Bild, das vom Darknet gezeichnet wird, nicht auch eine, ich würde mal sagen, willkommene Projektionsfläche der negativen Seiten der Anonymisierung und Kryptographie? Und wird es auch nicht in dem Fall auch gezielt so dargestellt? Und dann also auch meinst, die Frage dass, zusätzlich dass an den Journalisten. Verdächtig ist, der Kryptographie oder das Darknet nutzt. Genau, und dann hätte ich nur die Frage an den Journalisten, wie sehr ist man sich der Gefahr bewusst, dass wenn man dann solche Filme macht und wie du auch angefangen hast, Kinderpornos, Drogenhandel, das sind die interessantesten Fragestellungen, dass man das dann auch befeuert irgendwie durch die eigene Arbeit. Also wie stark wir uns bewusst sind, dass Verschlüsselung wichtig ist und so weiter, oder was? Naja, also wenn du einen Film über das Darknet machst und die Leute wollen natürlich die Stories über Drogen, über Kinderpornos haben, das heißt, ihr habt den Film jetzt nicht gesehen, aber das wird sicher ein starker Aspekt sein, das ist der Hingucker. Ja. Genau, aber das bleibt hängen, das waren auch deine Anfangsfragen sozusagen, also der Zug auf die interessanten Themen unterstützt sozusagen die negative Darstellung des Darknets. Das ist der Punkt. Das ist so, allein der Name Darknet ist irgendwie düster und nicht hell. Die Frage der Verschlüsselung, das wird ein ganz großes Politikfeld in den nächsten Jahren. Das ist auch mal ein Thema. Wir haben ja häufig das Problem, dass sich für so Digitalthemen gar nicht so viele Leute interessieren. Weil dieses Dogma oder das Narrativ, was auch ja von deutscher Regierungsseite gerne vorgetragen wird, mehr Überwachung gleich mehr Sicherheit, kaum hinterfragt wird in der öffentlichen Meinung. Bei der Verschlüsselung hätte man vielleicht mal eine Möglichkeit, das ein bisschen zu kontern, weil irgendwie jedem WhatsApp-Nutzer wird angezeigt, dass er Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Die meisten wissen zwar gar nicht, was das heißt, aber irgendwie denken sie sich Verschlüsselung schon ziemlich gut. Von daher glaube ich, dass Verschlüsselung natürlich existenziell ist, gerade für Berufsgruppen wie unsere, und da steigt das Bewusstsein auf jeden Fall, aber auch da, sage ich ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so, dass das völlig verbreitet ist. Also, ja. Ich würde Merupi gerne noch was fragen, und zwar schicken wir euch am Anfang Fragen oder Halbsätze mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und in einer Vorgabe ging es um die Frage, ob, wann, wie Anonymität eingeschränkt würde. Und du hast gesagt, also wenn das, oder hast du uns geschrieben, wenn die teilweise eingeschränkt würde, dann gehst du davon aus, dass dann relativ schnell der Ruf nach einer vollständigen Aufgabe von Anonymität folgen würde. Und dann, Zitat von dir, die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, wollen wir das? Wie beantwortest du das denn? Ja, ich glaube, immer dann, das,
Das Problem daran ist, dass wir sozusagen einen Präzedenzfall schaffen, auf den dann später immer zurückgegriffen werden kann. Am Anfang beginnt es mit, okay, man braucht einen richterlichen Beschluss, um sozusagen eine konkrete Person zu de-anonymisieren. Aber im Laufe der Zeit, wenn sich das etabliert hat, dann wird sozusagen das Interesse der Behörde und auch immer mit dem Argument, es ist ein Sicherheitsrisiko für XY, sozusagen ausgeweitet und verbreitet. Und irgendwann einmal wird es einfach zur alltäglichen Praxis von Strafermittlungsbehörden dazugehören, zu de-anonymisieren. Und da ist wiederum die Problematik diejenige, das mag zwar sein, dass für viele hier, viele das Gleiche unter, wir alle verurteilen Kinderpornografie. Verurteilen wir alle Drogenhandel über das Darknet? Ich habe da zum Beispiel eine sehr ambivalente Position dazu. Also das, was ich damit sagen möchte, ist, das sind keine universellen Werte, was verboten, was nicht verboten sein soll, was möglich sein soll über das Darknet und mit Anonymisierungssoftware. Und das andere ist natürlich die freie Meinungsäußerung, die gleichzeitig auch eingeschränkt werden kann. Nicht am Anfang, aber im Laufe der Zeit, vor allem dann, wenn unliebsame, regierungskritische Leute sozusagen über das Darknet miteinander kommunizieren. Okay, da spricht jetzt die Forscherin. Ich frage aber trotzdem nochmal nach, und was will mir das sagen? Also du sagst, man etabliert unter Umständen einen Präzedenzfall, der in diesem einen Fall gerechtfertigt sein mag. Wenn sich das potenziert und hochrechnet, dann kommt man in Bereiche, wo das nicht mehr gerechtfertigt ist, wo Bereiche vermischt werden, die nicht zusammengehören oder die man unterschiedlich bewerten kann. Was sagt uns das? Also ja, man muss überlegen, ob, wie und wo man reguliert und de-anonymisiert, oder nein, man muss es nicht. Die Frage, die du ja selber gestellt hast, rhetorisch ist, wollen wir das? Willst du das? Genau. Nein, ich würde es nicht wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle und alle diejenigen, die sozusagen davon in irgendeiner Form betroffen sind, uns überlegen, wollen wir das und Position beziehen. Nein, ich finde, Anonymisierungssoftware ist essentiell notwendig. Wir hatten hier auf dem Podium, ich glaube in der Diskussion über Drohnen, schon mal einen Diskutanten, also jemanden aus dem Publikum, der sich zu uns setzte, ihr habt das heute nicht getan, und sagte, Privatheit sei ja so eine charmante Idee, wirklich voll sweet und so und aus dem 20. Jahrhundert, total überholt. Und wir brauchen noch so ein bisschen, dann haben wir uns davon befreit und lassen das endlich hinter uns. Daniel, was meinst du denn? Wird der Wunsch nach Anonymität zunehmen oder abnehmen? Das, was du gerade gesagt hast, ist diese These von wegen, durch das Internet wird alles transparent und es gibt keine Geheimnisse mehr. Mhm. Ich glaube, das war so populär vor 5 bis 10 Jahren vielleicht. Ich glaube, mittlerweile wissen alle, ich finde, das merkt man auch im persönlichen Leben, ich will Geheimnisse haben dürfen, das ist essentiell wichtig. Jeder Mensch hat Geheimnisse und das wird auch so bleiben. Und ich glaube tatsächlich auch, die Frage, die man gar nicht stellen muss, ist, will ich Anonymität? Brauche ich persönlich Anonymität im Netz? Ich würde erstmal sagen, ja. Und selbst Leute, die das vielleicht erstmal sagen, ich meine, ich bin auch Journalist, ich brauche das vielleicht auch wirklich dann noch ein ganz bisschen mehr, wenn ich das so sagen darf, als andere. Aber ich glaube, dass jeder es braucht. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, nö, ich brauche das eigentlich gar nicht. Zumindest nicht für mich persönlich. Aber was man sich wirklich bei diesen Debatten fragen muss, ist, dass zum Beispiel der Journalismus eine essentielle Aufgabe bringt für die Gesellschaft. So, er ist einfach eine erfüllt eine Informationsfunktion. Und Journalismus ist auf sowas angewiesen wie Anonymität. Vor allen Dingen durch Whistleblower zum Beispiel. Die müssen einfach anonym bleiben können. Die Panama Papers. Wir wissen bis heute nicht, welcher Mensch das gebracht hat. Der ist vollständig anonym geblieben. Es wird wahrscheinlich, wenn er das nicht will, nie möglich sein, diese Person zu identifizieren. Wollen wir das wirklich, dass wir solche Leaks verhindern? Ich glaube nicht. Und vor allen Dingen das Interessante ist, wenn man mit Strafvermittlern spricht, die sagen auch, dass sie das gar nicht wollen. Die sagen gar nicht, wir wollen hier das Darknet entschlüsseln. Erstens wissen die, dass es technisch völlig utopisch ist, weil sofort Neues kommen würde. Und zweitens sagen die, wir brauchen vor allen Dingen mehr Leute, um die klassische Polizeiarbeit ausbauen zu können. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Also diese Debatte von wegen Darknet abschalten und Ende der Anonymität ist... Klingt sehr, sehr charmant, aber führt eigentlich an den möglichen Lösungen, glaube ich, ziemlich stark vorbei.
Okay, da spricht der Journalist, da wir aber eine Parteipolitikerin auf dem Podium haben, will ich natürlich auch in die Richtung nochmal fragen. Deine Partei, die FDP, hat zumindest in einigen Personen eine ziemlich glorreiche Vergangenheit als Partei der Bürgerrechte, des Datenschutzes. Die letzte, die mir noch so einfiel aus der Liga, wäre die ehemalige Justizministerin, Frau Lothäuser-Schnarrenberger. Dann endet irgendwie so die glorreiche Geschichte. Wieso blickt das die FDP nicht? Also es ist ein aktuelles Thema, es wäre eins, wo man vielleicht jenseits von Tegel schließen, ja oder nein, noch mal ein paar relevante Sachen besprechen könnte. Genau, also wir sind ab 24. September wieder mit auf dem Parkett und ich bin ja jetzt schon da. Also, Privatheit, das ist ein wahnsinnig unglaublich wichtiges Stichwort. Und da brauchen wir nicht ganz weit weg in oppressive Regime zu gucken und uns denken, ach Mensch, das sind die Leute, die das Darknet brauchen, ja, die Leute, die ihre Meinung frei sagen wollen, sich politisch engagieren wollen, auch als in der Position, die dürfen das nicht und da, damit sie nicht überwacht werden. Ja, werden wir denn nicht überwacht? Was ist denn mit der NSA, die alles mitplottet? Was ist denn passiert? Und das wäre unter FDP-Regierungsbeteiligung selbstverständlich nicht passiert. Das sage ich nicht. Das ist natürlich eine sehr provokante Frage. Aber ich finde, dass auf jeden Fall, ich sag's mal so, als durch die Snowden-Leaks das Ausmaß der Massenüberwachung der deutschen Bürger bekannt wurde, sprach die Bundesregierung auf jeden Fall über ein No-Spy-Abkommen, das sie mit der USA schließen wollte. Danach hat man nie wieder was davon gehört. Man hat einen Untersuchungsausschuss eingerichtet im Bundestag, der tagt immer noch und es wird einen Bericht geben, wie schön. Ja, kann man sich dann durchlesen. Hat jetzt schon, glaube ich, im Entwurf über 800 Seiten. Ja, und was passiert dann? Verstehen Sie? Also ich finde, der Staat, auch wenn ich vom Herzen her eine Liberale bin, aber der Staat hat auch zu einem gewissen Teil Schutzpflichten gegenüber den Bürgern. Und diese massenhafte Überwachung wenigstens ernsthaft versuchen abzustellen, das muss geschehen. Und vor allem, das wäre auch technisch möglich, würde bloß sehr viel Geld kosten. Ja, das war die NSA wahrscheinlich. So, es gibt noch, ich habe noch zwei Fragen für eine Schlussrunde auf dem Zettel, aber wir sammeln mal von euch zwei beiden oder vielleicht nochmal alle bitte die Tatzen hoch, die was fragen möchten. Ich habe jetzt zwei Hände gesehen. Gibt es noch mehr? Nö, dann sammeln wir mal eure Fragen und gehen dann auf die Zielgerade. Ja, guten Abend. Ulrich, hallo. Ist alles an? Eine Frage an Katharina. Was genau machst du in dem Bereich im Verteidigungsministerium? Das ist die eine Frage. Was genau tust du? Und die zweite Frage, als Juristin mit dem Thema Cybersicherheit betraut, musst du dich fortbilden. Wie machst du das? Und wie ist das organisiert? Also wenn man nicht aus dem Bereich kommt, ist es schwer, einen Überblick zu behalten, weil wirklich nicht täglich, sondern fast stündlich da was Neues passiert. Ich meine, das ist so eine Binse, aber es ist wirklich mit einer Dramatik entfaltet sich dieses ganze Thema. Also diese beiden Fragen. Danke. Okay, dann sammeln wir doch nicht, sondern du antwortest das direkt an dich, King. Okay, right also. Away. Hallo Ulrich, danke für deine Frage. Ich bin derzeit in der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums und fokussiere da wirklich nur Cyberrecht und da eher Völkerrecht. Ja, also wie wird das Völkerrecht im Cyberspace angewandt. Aber ansonsten hatte ich sehr, sehr viele Verwendungen schon. Ich habe auch am NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence gearbeitet und an der NATO-Schule auch zu Cyber gelehrt. Also ich war auch in den strategischen Fragen von Cybersicherheit tätig und habe auch zum Beispiel die EU-Ratspräsidentschaft Lettlands unterstützt in Fragen Digital Europe. Also Digitalisierung auch mit den gesellschaftlichen Aspekten und Sicherheitsaspekten. So viel dazu, was ich jetzt so mache. Und wie halte ich mich fit? Also gerade im Bereich der Technik habe ich, glaube ich, ein laienhaftes Einviertelwissen. Und ich werde nie müde, mit Technikern zu
zu diskutieren und sie zu fragen. Ich frage denen einfach die Löcher in den Bauch. Und es gibt so ein paar, die haben auch gelernt, mit mir zu sprechen, also so, dass ich die auch verstehe. Das ist nämlich gerade bei diesen multidisziplinären Themen wie Cyber, da sind ja Politiker dabei, Strategen, Juristen, Techniker, und jeder spricht seine eigene Sprache. Und das ist gerade bei den Technikern extrem und bei den Juristen extrem. Und wenn die beiden miteinander reden wollen, das kann eigentlich nur schief gehen. Da braucht man einfach sehr, sehr viel starken Willen und Sympathie füreinander und niemals aufgeben. Also ich frage dann immer. Aber die Frage war ja auch noch die nach Fortbildung. Also das ist, klingt ja so, als sei es deinem privaten Interesse geschuldet, aber deine Abteilung müsste ja tatsächlich da regelmäßig coachen. Also es gibt Kurse im erstmal Internetrecht, das ist eher also unser nationales Recht, das ist Telekommunikationsrecht, Telemedienrecht und so weiter. Da gibt es Fortbildungen auch von Anwaltskammern, ganz normal. Dann gibt es auf internationaler Ebene sehr viele Fortbildungen zum Völkerrecht. Gut, die sind halt meistens nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in England, aber so ist das. Und wie ich das sonst noch mache, ist, man trifft sich an manchen Instituten, sage ich mal. Also es gibt so eine Community von Cyberleuten, man trifft sich. Dann gibt es da so eine Konferenz, durch die Gespräche, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Fachleuten lerne ich mehr als bei einem Seminar, bei dem ich selber vortragen könnte dann, ne? Vielleicht noch als Fußnote, erst kürzlich, ich glaube so Anfang oder Mitte April, gab es zum Beispiel eine Tagung in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Pankow, die eben genau auch zu sowas arbeiten. Ich weiß nicht, aus welchem Berufsfeld du kommst, wieso du fragst, aber das wäre unter Umständen eine Adresse. Ach so, okay. So, und da hatten die tatsächlich ein paar Koryphäen aus der Forschung, Leute aus dem Auswärtigen Amt. Das nur als Fußnote. Du hattest noch eine Frage und die möchten wir gerne noch einsammeln. Danke nochmal. Also ich hatte eigentlich so einen halben Kommentar, was aber auch in so ein bisschen daran anzuschließen ist. Oft ist es ja so, dass die Leute, die in politischen Positionen sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, dann doch keine Ahnung wirklich über dieses Thema haben. Und das ist oft in Cyber-Sachen, Cyber hört sich schon wieder so bescheuert an eigentlich, aber auch ganz oft der Fall. Und wenn man jemanden fragen würde, der sich mit dieser Sache auskennt, dann würde, also eine Person, die sich damit auskennt, würde niemals vorschlagen, das Tor-Netzwerk runterzunehmen, zum Beispiel, weil das schlicht und ergreifend einfach nicht technisch möglich ist. Also sind solche Forderungen sozusagen schon mal komplett absurd. Ich finde es ganz nett, dein Twitter-Dings, wo du gesagt hast, anscheinend encrypt everything sozusagen als Motto. Würde da persönlich hinzufügen, auch decentralize everything, und zwar sollte man das auf jeden Fall nicht vergessen, das Tor-Netzwerk ist kein zentrales, von irgendeiner NGO verwaltetes Ding, Netzwerk, sondern es ist von Menschen, Bürgern für andere Bürger zur Verfügung gestelltes Netzwerk sozusagen. Und ich finde, das sollte so ein bisschen Achtung bekommen, was für eine Leistung sozusagen das ist, dass wir uns ein eigenes Internet auch aufbauen können, wenn wir nur wollen sozusagen. Also ein Internet, wo es halt nicht, wo jeder jeden überwachen kann oder wo mein ISP ganz genau weiß, was ich getan habe etc., sondern so eine Art irgendwie unter uns Freunden sozusagen eine Art Netzwerk aufbauen kann. Und weil es dezentral ist, ist es wie eine Hydra. Also ich kann ein Tor-Netzwerk irgendwie die zur Hälfte irgendwie in der Mitte durchschneiden, dann habe ich halt zwei davon sozusagen und die werden beide nur größer werden. Also von daher, ich glaube, man muss sich einfach damit arrangieren, dass Privacy und Encryption Teil unserer modernen Welt sind. Die Frage, ob wir das abschaffen wollen oder nicht, ist total absurd. So, da hätte ich nur noch eine Frage, und zwar, wieso du dich nicht bei uns vorne hingesetzt hast, aber das bleibt wohl unbeantwortet. Und ich hätte jetzt noch so zwei Sachen, die ich gerne ein bisschen im Schweinsgalopp mit euch durchnehmen würde. Verschiedentlich klang es an, schon eingangs, mittendrin, immer wieder von dir auch, Begriff Darknet finden alle irgendwie so latent blöd. Hättet ihr denn bessere, andere, neutralere? Würde mir jeweils ein... Der Hiddennet. Ah, da ist aber auch Mystery und... Also ich höre schon die Musik im Dokumentarfilm dazu. Psst. Wir hatten diese Diskussion, glaube ich, in jedem Interview, was wir für den Film gemacht haben. Das waren bestimmt 20 Stück. Ja, und alle haben gesagt, dass dieser Begriff doof ist. Und hatten keinen besseren. Keiner hat aber irgendeinen besseren Begriff. Und ich verstehe auch, wir haben diese Debatte auch mal geführt.
Solche Debatten, aber künstlich neue Begriffe zu schaffen, sind sowieso immer, weil es wird, passiert eh nicht. Also es ist sowieso, glaube ich, Zeitverschwendung, es zu machen. Und ganz ehrlich, wenn das Darknet, das ist nämlich so, deswegen war unser Film auch, kann ich ja auch ein bisschen stolz sagen, war auch sehr erfolgreich, als auch noch in der Mediathek, ist einfach ein Begriff, der zieht. So, irgendwie Darknet zieht. Und wenn das dazu führt, dass sich Menschen für Anonymität interessieren, wenn sie sich einfach mal an diese Fragestellung rangreifen, wie stehe ich eigentlich persönlich dazu, wie nehme ich meine Gewichtung. Ich habe auch Freunde, die haben mir gesagt, Daniel, toller Film, aber ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, ich würde, glaube ich, das Pendel in die andere Richtung schlagen lassen, würde sagen, ich will das nicht mit dieser Kriminalität. Aber solange dieser catchy Begriff, sage ich jetzt einfach mal, dazu führt, dass sich Menschen dafür begeistern können und dafür interessieren, bin ich gerne bereit, damit zu leben und dann es in so einer Diskussion auszudifferenzieren, warum es eigentlich ein doofer Begriff ist. Gut, also Katharina wirft das Hidden Net rein, Daniel sagt, leben wir da halt weiter mit Darknet. Was sagst du? Wir haben in der Drogenforschungs-Community am Anfang der erste Begriff war sozusagen Darknet Drug Markets. Der wurde in jedem wissenschaftlichen Artikel verwendet und mittlerweile hat sich ein anderer Begriff etabliert, nämlich Crypto Markets, also Kryptomärkte. Ist jetzt nicht direkt eine Antwort auf deine Frage? Doch, eigentlich ja. Schon, weil es ein neutralerer Begriff ist, ein beschreibender, sachlicherer Begriff. Ja. Okay, dann lass uns vom Kryptonetz reden, wenn wir das nächste Mal zum Thema diskutieren. Die letzte Sache, die ich gerne im Schnelldurchgang mit euch durchkauen würde, ist ein Sachverhalt, den ich in einem Interview mit Constanze Kurz vom CCC gelesen habe, Interview im Handelsblatt vom letzten Sommer. Da sagt sie, mein Wunsch wäre, dass die Technik, die wir heute Darknet nennen oder Kryptonet künftig, in ein paar Jahren Standard ist. Wäre das auch euer Wunsch? Würde ich bei Daniel anfangen? Das ist das, was ich heute schon ein, zwei Mal habe versucht anzuklingen lassen. Also da steckt halt was hinter. Darknet ist halt mehr als diese Drogenplätze. Darknet ist auch mehr als... Okay, nehme ich als ein Ja, oder? Und deswegen, was ich vor allen Dingen finde, wenn das ein Messenger wird, das wird der Wahnsinn. Weil Messengern wollen alle. Und wenn man denen dann noch sagen kann, das ist jetzt auch noch völlig anonym, ich glaube, dann könnte es einen Durchbruch geben. Okay, nehme ich als Ja. Katharina, bei dir was weiß ich. Was heißt denn Normalität? Das ist das Internet. Das ist das, was wir nutzen, wenn wir mailen, wenn wir shoppen, wenn wir uns austauschen. Dann sage ich nein, weil dann haben wir genau die gleichen Probleme, die wir ja schon sowieso im Internet haben. Also. Und du? Ich glaube, es gibt irrsinnig viel zu tun in dem Bereich Datenschulung und Bewusstsein erzeugen dafür, dass wir alle wahrscheinlich nicht unüberlegt sämtliche persönliche Daten auf Social Media zum Beispiel hinterlassen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Kein Ja und kein Nein und auch noch nicht mal ein Vielleicht. Also, was mache ich damit? Ja. Okay, geht doch. Zweimal Ja, einmal Nein. Vielen Dank euch fürs Diskutieren und euch für die Fragen, fürs Zuhören. Das Gespräch hier gibt es, weil es ja vielleicht doch so ist, dass man den einen oder anderen Sachverhalt gerne noch mal nachhören möchte, dann nächstens als Audio und oder Video auf den Seiten der Kooperative und des HIG. Und am 31.05. ist wiederum ein letzter Mittwoch des Monats, sehen wir uns gerne hier wieder. Dann ist die Überschrift Internet Killed the Video Star und wir sprechen über Musik im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit. Hören hoffentlich auch welche. So, vielen Dank, schönen Abend.